Hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Wieder mit dabei, die Susi. Moin. So, dann werde ich schon mal die Dingens bauen. Wie heißen sie denn? Da baut er Blöcke. Hier macht er nach Kohlenstoffsubstrat. Hier auch. So, abgebrochen. So, da bauen wir mal ein paar von und dann das, was ich eben abgebrochen habe. Ich bin jetzt gerade dabei, um zu gucken, ob ich sehe, wie er die Blöcke ersetzt, aber... Nee, das siehst du nicht. Nee, leider nicht. Wäre interessant gewesen, aber gut. Wie er dann so Block für Block aufbaut, ne? Ja, genau. Ja, nee, das ist dann mit einem auf einen Schlag, glaube ich, da. Naja, das ist ja nicht... Das... Na gut. Ist ja schon wieder Nacht. War überhaupt schon mal Tag hier heute? Keine Ahnung. Fragst du mich jetzt was Schweres? So. Moment, warten. Der müsste fertig sein. So, jetzt habe ich garantiert zu viel gebaut, aber das macht gar nichts. So, schwupps, die Wups. Sonnenaufgang in 3 Minuten 12. Okay. Ich baue den nicht durch, sondern ich baue einen separaten. Habe ich gerade beschlossen. Den Fahrstuhl. Ja, ich baue den genau hier mittig. Stahl, Gefechtsstahlblöcke, normale, alles da. Zack. So, der eine fehlte da hinten. Kann ich nämlich wieder persönlich aufs Dach. So, der sitzt drin. Ist ja auch spannender. Na, ist ein schöner Ausblick von hier oben. Ja. So, dann bauen wir das mal so. Ah. So, dann kommt der Aufzug da wieder noch hin.
Gut, dann habe ich 8 Aufzugteile zu viel gebaut, aber das ist völlig egal. Zack. Zack. Fehlt da eine Solargeschichte da? So eine Solarplatte? Ja, ne? Nein, wir haben ja die maximale Anzahl. Ah, okay. Ah. Ja, finde ich ein bisschen irritierend, dass man nicht einfach, was weiß ich, sagt, hier eine Batterie mehr und nochmal 20 Dinger und fertig. So, das ist schon mal das von der Länge her. Jetzt geht's nochmal zur Breite. Genau das gleiche. Gut. Och, Stahlblöcke sind alle. Schade, dass es hier kein Fernglas gibt. Du kannst dein Scharfschützengewehr nehmen und kannst ja damit zoomen. Hab ich bei. Einfach zielen und ranzoomen. Machst du das hier so breit, wie die Flügel hier draußen sind? Ich mache das so breit, wie es jetzt ist. Okay. Weil ich muss ja auch so ein bisschen aufpassen mit der Statik. Mhm. Falls da jetzt irgendwas anfängt abzubröseln, muss ich noch Stützen bauen. Was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich finde das interessanter, wenn das so eine Platte ist, die da einfach oben drauf liegt. Aber bisher scheint das zu passen noch. Ja. So, da machen wir dann auch ein Fadenkreuz. Da musst du mich dann nachher mal, wenn es fertig ist, mal einweisen. Machst du hier... Jetzt falle ich runter. Machst du hier nicht weiter? Wo? Hier hinten. Ja doch, kommt noch. Aber ich habe noch nicht genug Blöcke. Ich mache jetzt erstmal hier fertig. Der stellt ja noch her. Noch 300 oder so. So. Jetzt habe ich noch 11 Blöcke. Zack. Nein, ich werde von hier anfliegen, aus dieser Richtung, über den Dingen drüber, anfliegen nach da. Und dann musst du mir sagen, im Grunde, wann ich mit dem Hintern über den Fahrstuhl komplett drüber bin.
Okay, das kann ich hin. Na, und dann setze ich ihn auf und dann wird eine Markierung gesetzt, die ich gut sehen kann. Ja. Und wo da, wobei das Schiffchen auch so gut wie mittig steht. Ja, genau. Na, aber eben so, dass man, wenn man hinten die Luke aus oder die Rampe ausfährt, dass man dann so ziemlich hinten am Fahrstuhl schon ist. Dass man nicht so weit laufen muss. Okay. Ja, hallo, ich krieg doch kein Kilometergeld hier. Ja, okay. 3 Meter, aber gut. Ja, du weißt doch, wie schnell unsere Puste weg ist. Natürlich. Du weißt, wer länger wie 3 Kilometer, wer 3 Meter läuft, der demonstriert. Richtig. So. Was habt ihr, auf was schießt ihr eigentlich ewig, Jungs? Das möchte ich mal wissen hier. Auf nichts. So rum war das. Gut. Dann habe ich wieder 88 Blöcke. Von unten muss ich ja auch wieder neu lackieren, ne? Weil ich hatte ja was vom Dach weggerissen und da fehlt jetzt die Lackierung unten. Ja, aber nur eine, nur einen Block. Ne, es müssten mehrere sein. Das sind mehr Blöcke, tatsächlich. Etwas mehr. Ja, ist gut. Ich kann leider nichts erkennen. Das ist schade, ist das. Schon wieder. Gut, dann hole ich mir auf jeden Fall schon mal wieder die Lackierpistole. Die ist ja in der Munitionskiste. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Das ist eine Pistole. Da ist sie. Zack. Zack. Noch rot. Und welche Blöcke waren das? Welche hatte ich da genommen? Die da waren das, glaube ich. Ha, wieso dreht er die jetzt? Aua! Falsche Taste erwischt. Ich habe C gedrückt anstatt Space. Okay. Bin voll auf die Nase gefallen. Und bestimmt was gebrochen. Nö. Eigenartigerweise nicht. Hä? Wieso hat er jetzt aufgehört zu reparieren? Ich bin nicht da, ich bin hier hinten. Ich bin nur dran vorbeigelaufen. Ich bin vorne in der Base. Was ist das denn jetzt wieder für ein Blödsinn? Ist er fertig? Nein. Da ist gar nichts dran passiert. Er hat nicht repariert. Jetzt sag nicht, es sind wieder Rohstoffe verloren gegangen. Dafür. Oder dadurch. So.
ich mal nach, was er hier für Problem hat. Er sagt dir bestimmt, er ist fertig. Nee, er sagt Reparatur starten. Reparaturzeit 1 Stunde 54. Hat er gar nichts gemacht? Ach du bitte. Nein, es sind nur noch eine Stunde 38. Er hat aus irgendwelchen Gründen abgebrochen, aber er macht mit der laufenden Zeit weiter. Ist doch gut. Ja. Ich vermute mal, ich bin da zu sehr gegengerannt oder so. Okay. Ja, siehst du jetzt wieder. Okay, dann liegt es da dran. Darfst du also nicht gegenkommen. Eine Stunde 37, ja, dann flitze ich mal schnell raus, dass ich nicht wieder gegenrenne. Es ist übrigens Tag. Das weiß ich. Ich bin auch schon unterwegs mit dem Moped. Okay. Und hole hier, was hole ich denn? Pflanzenfasern. Okay. Was ist das Teil da hinten? So, Flieger. Den Objekt erzeugen. Zack. Kleines Raumschiff kreiert. Doch ist das niedlich. Aber ich habe trotzdem die Befürchtung, dass das zu breit ist. Dann wird es aber direkt verschrottet und ein anderes gebaut. Und hat im Augenblick auch nur ein Cockpit. Okay. So. Kraftstoff auffüllen. Sauerstoff auffüllen. Pentaxid wird nicht aufgefüllt. Na, das kommt. Kommt her. Hey, nicht so doll drehen. Was machst du denn? Hallo? Passen. Wir haben was in unserem Dingen drin stehen. Wow. Oh, ich will da nicht angeben, aber aus der Hüfte, sage ich dir. Ah, diese grünen komischen Teile, weißt du? Mhm. Ja, die Frage ist, wo baue ich jetzt noch einen zweiten Sitz hin oder irgendwie was? Das ist der Generator, das ist RCS, das ist für Munition. Genau, was brauchen die überhaupt an Munition? Da gucken wir doch mal als erstes. Der hat eine Flinte. Also hier so eine Railgun. Nee, keine Rail, so ein Minigun. 15 mm Kugeln braucht er. Okay. Ja. Ich habe die Befürchtung, dass er dann zu hoch wird. Jetzt aber sehr theatralisch gestorben. Mein Gott, ne. Oder reicht das von der Höhe her, dass ich da noch rein und raus komme? Keine Ahnung. Probieren wir mal. Dazu muss ich erstmal. Dahin.
14 mm. Haben wir davon noch genug? Gewehr 30 mm. Ach du Schitter. Wir haben überhaupt keine 15 mm mehr. Das heißt, unsere Geschütze laufen dann auch bald leer. Dann wollen wir mal ganz schnell wieder was bauen. Hier ist er noch dabei. Der hier hat Platz. 15 mm. Nitrocellulose brauchen wir dafür. Oh, weia. Ja, 120 Stück würde ich sagen. Nitrocellulose, wie werden die hergestellt? Oder wo draus? Nitrocellulose aus Pflanzenfasern. Und Pflanzenfasern aus Holzstämmen. Das heißt, ich schnapp mir mal die Kettensäge. Ja. Pflanzenfaser habe ich 50 Stück auf Tasche. Ich brauche mal eben 400. Schnapp dir mal das Segel, ja? Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Ja, Waldmanns Holz. Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Wieso machst du jetzt die Tür nie auf? Hallo, ich bin's. Tür auf. So. Also mit Wald hat sich hier bei uns bald erledigt, ne? Ja, aber die spawnen ja Gott sei Dank nach, wenn wir einlocken. Was? Die Bäume? Nein. Nein, eigentlich nicht. Ja, ja, alles gut. Ja. Hey, ihr Viecher, ihr. Wir müssen denn irgendwo anders hinkriegen und das dann nehmen. So, irgendwer ohne Fahrschein. Na toll. Ich brauche Biokraftstoff. Oh, wieder zurücklaufen. Ich habe gefragt, bevor du gegangen bist, ob du genug Stoff, Benzin bei hast. Ja, ich wusste nicht, dass das Ding fast leer ist. Ja. Weil das siehst du ja. Ja, doch, siehst du doch. Ja, hatte ich nicht drauf geachtet. Egal, wie auch immer. Genau. Aber wenn ich jetzt schon hier bin, wie sieht denn das aus? Mit Blöcken. Da müsste ja mittlerweile einiges hergestellt haben. Oh, Munitionskiste, Kühlschrank. Da kommt erstmal das Fleisch rein, das rein und das rein. Was habe ich hier? Aufrüstsatz, Warpantrieb, CV, genau. Capital Vessel. Ah, da müssen wir mal gucken. Den, unseren Warpantrieb, ob wir den aufrüsten können dann, ne? Mhm. Pflanzenfasern wären übrigens im Kühlschrank 68 Stück gewesen. Das weiß ich, ich habe die 50 Stück da reingemacht. Ja, die müssen aber in den anderen.
Aber egal. So. Frachtbox 1. Pflanzenfasern rein. Kupfererz habe ich hier noch, das kann da rein. Was wollte ich jetzt? Die Blöcke. 146, das reicht von 12 bis Mittag. Dann laufe ich mal lieber außen rum, dass ich das nicht wieder abbreche. So, eine Seite ist fertig. So habe ich eigentlich meine Flinte hier in der Hand. Also unglaublich. Bist du schon wieder schießwütig? Ja, wahrscheinlich. War nicht so was. Das ist ein schlechter Eindruck. Ah, herrlich. So. Du hast hier das Ding gepackt, das sieht richtig doof aus. Ja. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 49 Blöcke brauche ich noch. Hat der mittlerweile welche hergestellt oder war es das? Nee, der stellt keine mehr her. 49 Stück muss ich neu erstellen. Ja, muss ich doch wieder hinlaufen. Achso, wie sah das aus mit Biokraftstoff? Dann kann ich das hier erstmal fertig machen. Nix, gar nix. Müssen wir also auch herstellen. Und Biokraftstoff stellen wir auch aus Pflanzenfasern her. Oder haben wir da vielleicht in einem anderen? Da ist nichts drin. Da. Einen habe ich noch. Dann kann ich zumindest ein paar Bäume fällen. Okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Hilfe! Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe es nicht. Ich bin renn, komm ja nicht aus der Puste, Alte. Oh Gott, ich dachte, die sind alle tot. Ja, komm, schieß, jetzt dürft ihr schießen, Leute. Oh, los. Ich dachte, du hast die alle tot gemacht. Oh. Ich hab zu früh gebremst. Moment, wo ist sie denn jetzt? Da ist die Kettensäge, die muss da hin. So rum muss das. Ich wollte dir tatsächlich, ich wollte mit dir Dings machen, aber das geht ohne Kettensäge nicht. Kannst du vergessen, ich habe das da gesehen, dass da was läuft. Oh. Sag mal, die Kettensäge ist gleich wieder leer. Ja, na klar. Und der Baum ist immer noch nicht weg. Hartnäckig.
Ist das vielleicht einer, den du nicht fällen kannst? Weiß ich nicht. Wenn du da Gibt's? Rohstoffe rauskriegst, Sehe ich nicht. nee, dann kannst du den auch nicht fällen, nur wenn du Rohstoffe rauskriegst. So, Kettensäge leer. Na toll. Also wieder zurücklaufen. Nehme ich mal die Schrotze sicherheitshalber in die Hand. Ja. Ja, weil hier hinten laufen die Raptoren rum. Okay, und hier sind im Endeffekt im hohen Gras sind's die Spinnen, aber ich sehe sie nicht. Ja, was hier fehlt, ist ein Rasenmäher. Du brauchst ja bloß mit dem Dings abbauen, raufgehen und dann rat mal, warum das bei uns hier so kahl aussieht. Das sagt jetzt einiges aus, ja. Ja. Hast du denn schon mal in unseren großen hinten reingeguckt? Nein. Solltest du vielleicht mal machen. Ja, das werde ich machen. Sie selbst mit dem Scharfschützengewehr nicht. In den neuen jetzt, ja? Ja, in den großen. Oh, sind die 20 Minuten unwahrscheinlich. Jetzt aber los. Runter, 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 runter. Wie gesagt, da fehlt noch was dran. Okay. Haben wir hier keinen Strom mehr oder was ist hier los? Ui, da hängt er. Auf hier. Jetzt ist wieder Strom da. Eben war der Strom weg. Ist aber Klasse. gefährlich für unseren Kühlschrank. Ja. Okay, da ist nur ein Sitzplatz drin. Richtig. Deswegen sagte ich ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Halt, das kommt da rein. So. Eine Minigun ist da drin, wie süß. Ja, putze ich das Teil. So, 49 Stück hatte ich gesagt, brauchen wir. Dann stellen wir jetzt 49 her. Der ist auch fast fertig. Das heißt, wir können jetzt erstmal so 10 Biokraftstoff herstellen. Sobald der fertig ist. Wofür brauchtest du die Pflanzenfasern? Gar nicht. Ich habe die mitbekommen, weil was habe ich denn gemacht? Oh Gott, weil ich was gemacht habe und habe die mitbekommen. Achso. Ja, weil du sagtest, du wolltest welche sammeln, aber. Achso, nee, ja, ich wollte dich unterstützen. Ach so. Ich mähe gerade den Rasen. So, 1 Stunde 19 noch. Dann ist unser Flieger repariert. So, wie weit bist du hier? 33. Oh, das dauert ja noch ewig. Noch 19, noch 18 Blöcke. Dann kümmere ich mich erstmal schnell darum. Wir brauchen 15 mm Munition dringend. Okay. Ja, weil unsere Geschütze, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die nicht mehr schießen. Jetzt, wo du sagst, war in Lebensgefahr und die haben mir nicht geholfen. Ja, sie haben keine Munition mehr.
100 mal 100 sind 10.000, ne? Ja. Zehntausend Schuss stelle ich jetzt her. Es ist scheinbar gerade wieder kein Strom da. Jetzt arbeitet er wieder. Deswegen sind uns wahrscheinlich die Pflanzen kaputt gegangen. Jetzt ist wieder Strom da. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir haben noch die ganzen Solarzellen auf dem Dach. Jetzt ist es wieder was. Ach nee, der geht an, wenn du da so bald reingehst. Jetzt ist hier oben wieder aus. Ja, deswegen sind die Pflanzen kaputt gegangen, klar. Jetzt ist wieder an. Das verstehe ich aber nicht. Wir haben genug Speicher. Ich lasse meinen Generator mitlaufen. Deswegen dauert das auch so ewig, bis das alles hergestellt wird. Weil zwischendurch der Strom abschmiert. Ja. Restlichen drei noch holen. Das ist Frachtbox 1. Sogar 4, na gut. Da rein. Zack. Fertig. Mit dem Dach meinst du, oder? Okay, dann laufe ich jetzt nach oben. Genau. Und du so, als ob ich Ahnung habe, wie ich dich einweise. Du musst im Grunde nur am Fahrstuhl bleiben und mir sagen, wann ich mit dem Heck im Grunde drüber bin. Mehr ist das nicht. Man kann
kann an dem Kleinen sogar noch vorbeilaufen. Das funktioniert also. Man braucht nicht drüber springen oder sonst irgendwas, sondern man kann wirklich vorbeilaufen. Jo. Steif. So ist schön. Na, bremst doch mal. Genau. Okay, so ist er gut. Er bremst nicht, warum nicht? Das weiß ich nicht. Hallo? Zurück? Oh, sag mal. Okay. Geh runter, geh runter, geh runter. Bin ich denn vorne schon drüber? Du bist drüber, über das Ding, aber du fliegst zurück, sodass der Fahrstuhl gleich wieder besetzt ist. So, geh ja, runter. Ich kann doch nicht runtergehen, wenn ich vorne mit der Nase drüber bin. Wo bist du denn drüber, bitteschön? Na, über das. Dann reicht das? Dann reicht das alles nicht. Ja, das mag ja sein, dann muss ich erstmal weiter zurück. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Das stimmt nicht, du kannst... Komm mal runter, hier ist aus, hier ist Ende. So, jetzt gucke ich mal hinten, wie weit du hinten... So, ach Mensch, das reicht doch allemal, ich weiß gar nicht, was du hast. Ach, wir können noch 3 Blöcke zurücksetzen. Ich gucke mir das mal an. Ja, viel zu weit vor. Das meinte ich doch. Nicht hören kannst? Nein, du hast gesagt runter. Und ja. ich wollte ja noch zurück. Ja, ich muss das auch. Dann guck mal, die Rampe, die muss im Grunde dann hier kurz vorm Fahrstuhl sein. Das heißt, die Triebwerke, die müssen im Grunde hier mit der Kante abschließen. Das hast du nicht gesagt. Ja, das sage ich dir jetzt, weil ich es jetzt so sehe. So, also nochmal in den Sitz rollen. Du sagst mir, wenn ich stoppen muss. Naja. Weiter. Ich gehe mal an der Tür zwischendurch ran, damit ich das sehe, wie weit das ist. Noch ein Stück, komm, noch ein Stück. Noch ein Stück, weiter, weiter, weiter. So, stopp, 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 stopp. Runter. Und stopp, stopp, ein Stück vor, ein Stück vor. Du musst jetzt ein Stück vor. Noch ein Stück, ein Millimeterchen. Jut, stopp, stopp. Ja, der lässt sich so blöd wieder bremsen. Also ein Tick zurück, denke ich mal, ne? Ein zurück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Zurück, zurück, zurück. Komm, komm, komm. Stück, Stück. Stück. Noch ein Stück. Ja gut, aber das reicht jetzt. Komm, komm, das, so genau können wir es auch eh nicht machen. Runter mit dem Teil und dann ist gut. Der Rest wird gelaufen hier. Gut. Aus. Zack. Ja, ist doch in Ordnung. So in etwa wollte ich das doch haben. Gucken, wie weit du vorne noch Platz hast. Dass du quasi, wenn du fliegst, unter dir die rote Linie hast, dann weißt du, hier ist vorbei. Was weiß ich hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das hier so sehen kannst. Ja, ich muss noch mal rein, muss mir das von innen angucken. Genau.
Und du musst dich im Grunde hinstellen auf die rote Linie und dann sage ich dir, ob du vorlaufen oder zurücklaufen sollst. Natürlich. Hey, nicht wieder einfahren. Hey, ich sagte nicht wieder einfahren. Ey, das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Willst du mich verarschen hier oder was? Boah, da könnte ich mal ausflippen. So, das heißt, ich muss mit der Alt-Taste und dann so gucken. So, dann gehen wir seitlich von der roten Linie, weil die rote Linie selber sehe ich im Augenblick gar nicht. Okay. Noch ein Jetzt siehst Stück. du mich. Ja, jetzt sehe ich dich. So, pass Stopp, auf. stopp, 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 Ich stopp. mache jetzt. Ja, genau da. Genau. Nee, war richtig. Da stehen bleiben. Genau. Okay. Bleibe ich hier stehen. Jetzt musst du die Färbepistole holen, richtig? Die habe ich in der Tasche. Okay. Ja, auch ich denke ab und zu mal mit. Okay. So, weil das sehe ich dann und dann weiß ich, dass ich dann weit genug vor oder zurück bin. Hast aber gut hingekriegt, weil das von der Länge her reicht es. Breite, nee, ich liege drüber, aber okay, Das alles ist ja gut. egal. Wichtig ist hier die Fahrwerke, dass die aufstehen. Genau, geht An die nicht. Flügel braucht ja kein Mensch ran. Richtig. So, was ich am Überlegen bin, ob es jetzt nicht wiederum Sinn macht. Das Reparaturdingen hier oben hinzusetzen. Das hatte ich dir vorhin erzählt, dass du das hier oben hinstellen müsstest. Also nicht die Station, sondern wirklich das Reparaturteil selber. Ja, sonst kommst du ja dann nicht ran. Weil da unten kann ich den ja nicht reparieren hier. Genau. Zack. Wenn man dann halt den kleinen reparieren will. Dann muss man das eben auch hier drüber machen. Gut, jetzt repariert er ja noch. Aber damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!